Begleitet mich auf meinem letzten Tag hier auf Aida Cosma. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Vlog hier von Aida Cosma. Und es ist sehr früh, es ist 16:45 Uhr. Und ja, wir haben eine Tour gebucht, meine erste und einzige Aida-Tour, die ich hier auf, während der Reise gebucht habe. Wir schauen uns den Sonnenaufgang an, deswegen muss man ja früh aufstehen. Es ist noch dunkel draußen. Wir fahren jetzt, glaube ich, auf The View, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Das erzähle ich euch dann später und zeige euch dann natürlich auch die Eindrücke. Und später geht es dann auch für mich aufs Ziplining hier in der Dubai Marina. Da freue ich mich auch sehr drauf. Ja, wir sind jetzt hier auf The View auf dem 52. Stock und ja, The Palm ist ja die größte künstliche Insel der Welt und Dubai hat ja über 450 Wolkenkratzer, man sieht die Skyline da vorne auch. Aida steht da auch ganz klein, da. Und zum Atlantis Hotel habe ich auch noch ein paar Infos, die erzähle ich euch dann auch später, wenn wir dort sind. Da fahren wir nämlich auch noch hin, Fotos machen. Ansonsten ja, steht hier das größte Riesenrad der Welt, auch in Dubai, 210 Meter hoch, das zweitgrößte steht in Singapur und Dubai hat auch die längste Metrostrecke ohne Fahrer und zwar mit 75 Kilometer Länge. Ja, wir hatten jetzt fast eine Stunde hier auf The View, auf dem 52. Stock. Sehr, sehr schön. Auf jeden Fall, es ist so ein bisschen diesig, aber es ist ja irgendwie normal. Auf jeden Fall ein Besuch wert. Also hier gibt es auch einen Kaffee, kann man einen Kaffee trinken.
sehr, sehr schön rundherum rumlaufen. Hier gibt es so Treppen. Da muss man sich schon trauen. Ich drehe mal die Kamera. Das sind hier so Glastreppen und dann kann man dann da runterschauen. Sieht wahrscheinlich in der Kamera nicht so schlimm aus, aber wenn man hier so steht, ist schon relativ tief. Also mit Höhenangst wahrscheinlich nicht empfehlenswert. Wir sind jetzt zu The Point gefahren, haben jetzt knapp 15 Minuten für ein paar Fotos. Hintergrund das Atlantis Hotel. Und das Atlantis Hotel hat einer der größten, oder ist die, hat die größte Suite der Emirate. 950 Quadratmeter groß und kostet 25.000 Euro die Nacht. Also, wer mich sponsern will, sehr gerne. Schreibt mich einfach an. Dann können wir das bestimmt arrangieren. Nein, Quatsch. Und es gibt zwei Unterwasser-Suiten. Genau. Was ich an dem Ganzen hier sehr faszinierend finde auf der Palm, ist, dass es alles mal Meer war. Also alles wurde hier auf Wasser gebaut. Und das ist echt crazy, wenn man hier durchfährt, auf den Straßen, viele Häuser hier einfach stehen und Hotels. Das ist alles mal vorher der Persische Golf war. Also Dubai ist echt crazy in solchen Dingen. Der letzte Stopp ist beim Riesenrad auf Blue Water Island. Ist auch eine künstliche Insel, natürlich, was auch sonst. Und hier machen wir, glaube ich, schon einen Fotostopp und dann geht es auch wieder zurück aufs Schiff. Wir sind jetzt wieder zurück am Hafenterminal. Ich habe knapp eine Dreiviertelstunde, muss meine Jacke ins Zimmer bringen, mir einen Happen zum Frühstücken holen und dann geht es weiter zum Ziplining. Und da fahre ich dann mit dem Taxi hin. Also ich bin gerade echt in Rage. Ich hatte wirklich den dümmsten Taxifahrer, den ich jemals gehabt habe in meinem Leben. Ich musste ihm die Adresse im Google Maps eintragen. Da fing es schon an. Dann sind wir losgefahren. Eigentliche Fahrzeit 4 Minuten. Also nochmal, also wie gesagt, ich habe ihm die Adresse im Google Maps eingegeben, 4 Minuten Fahrzeit, hat er sich das erste Mal verfahren. Ist okay, alles gut, hat er sich wieder verfahren. Ich auch mein Google Maps parallel angeschmissen, um zu gucken, wann wir dann endlich mal ankommen. Und er hat sich wirklich zweimal an derselben Stelle verfahren, zweimal. Und dann sind wir Runden gefahren. Und an der dritten Stelle, also an derselben Stelle zum dritten Mal, wäre wieder falsch gefahren. Wäre ich nicht eingegriffen und hat gesagt, nee, Sie müssen noch eine Spur links fahren. Sonst, Sie sind schon zweimal da lang gefahren und das war falsch. Und danach hat er mich immer gefragt, ja, this way ist, ich dachte mir, also Junge, du bist Taxifahrer, kannst du nicht mal Google Maps lesen? Am liebsten wäre ich am Ende gefahren. Dann sind wir hier endlich angekommen. Und er hat mir natürlich einen vollen Preis berechnet, das falsch war natürlich, war inklusive. Und ich wollte ihm kein Trinkgeld geben und dann wollte er mir die 200 Dirham nicht wechseln. Hatte er nicht. Dann hatte ich noch 45 Dirham, irgendwo noch aufgegraben. Ja, dann musste ich nie 45 geben. Also ich dachte, also der dümmste Taxifahrer aller Zeiten, wirklich. Ich dachte, ich komme nie an. Und wie gesagt, 4 Minuten Fahrzeit, wann war ich hier? 5:10. Losgefahren, kurz nach halb.
bin bereits am Hafen angekommen, denn ich habe vor Ort zwei nette Mitbegleiter getroffen vom Schiff. Und wir sind zusammengefahren und zusammen mit dem Uber zurückgefahren. Und ja, Ziplining hat echt viel Spaß gemacht. Das Onride habt ihr dann schon gesehen. Ich habe es leider noch nicht gesehen. Das werde ich dann beim Schneiden sehen. Das kriege ich in 2 Tagen. Also echt crazy. 170 Meter hoch, 80 km/h über die Dubai Marina. Echt ein Erlebnis. Richtig crazy. Hat super viel Spaß gemacht. Jetzt kaufe ich mir hier noch Chips für den Flug morgen. Und dann geht's ab aufs Schiff und ab aufs Pooldeck. Und dann das Auslaufen genießen. Wir sind jetzt hier im Mamma Mia Restaurant. Das ist auch eins der Spezialitäten-Restaurant. Es ist ein Gängemenü. Es ist inklusive im Preis. Man muss nur die Getränke bezahlen. Einmal die Speisekarte. Hier habt ihr die Vorspeisen, Salate, zum Beispiel Tomaten, Büffelmozzarella-Salat, Antipasti. Hier habt ihr die Pizzen. Dann habt ihr hier Suppen als ersten Hauptgang, Nudelgerichte, Reisgerichte wie Risotto. Lasagne, zweiter Hauptgang habt ihr dann hier Fleischgerichte wie Involtini di Vitello, also Kalbsroulade oder Rinderfilet, aber ihr habt auch Fisch, Dorade oder Miesmuscheln. Und Dessert gibt es natürlich auch, 3 verschiedene, Mascarpone oder Eis oder Joghurtcreme. Unsere Vorspeise ist da und ich habe mich für Büffelmozzarella mit Tomaten entschieden. Hier gibt es einmal Thunfischsalat und hier gibt es italienischen Brotsalat. Guten Appetit. Und ich habe mir noch einen Hugo bestellt. Der nächste Gang ist nicht für mich, aber es gibt hier einmal die Parmesansuppe. Die soll wirklich sehr, sehr lecker sein. Mein nächster Gang ist da und das sind die schwarzen Linguini mit Garnelen. Sieht sehr, sehr lecker aus. Bisher hat uns allen alles sehr gut geschmeckt. Meine Mama hat jetzt hier das Risotto mit Jakobsmuscheln, Safran-Risotto mit Jakobsmuscheln. Und hier gibt es nochmal das Rinderfilet mit Mandel, Kartoffel, Brei, mit irgendwie Gemüse, Soße, was auch immer. Ja, sieht sehr gut aus. Ein zweiter Hauptgang ist da, man darf sich hier 2 Hauptgänge bestellen. Ich habe die Kalbsrouladen mit Polenta. Meine Mama hat die Dorade. Mach mal auf. Mach auf. Sieht so aus mit Gemüse. Das Dessert ist da und wir haben alle die Mascarpone-Creme mit Blaubeeren oder Heidelbeeren, was auch immer. Da unten ist so eine Creme. Genau. Wir sind wieder in unserem Ursprungshafen angekommen in Abu Dhabi. Also wir haben tatsächlich 2 Städte hinter uns. Wir sind jetzt auch kurz vom Bord gegangen, wir wollen nämlich kurz ins Terminal schauen, Internet und ob da noch ein paar Shops sind, weil wir haben noch Dirham, was wir gerne ausgeben möchten. Und dann gehen wir zurück aufs Schiff, denn wir müssen Koffer packen. Bis 11 Uhr müssen wir unsere Bordrechnung bezahlen und die Koffer noch vor die Tür stellen. Sonst müssen wir die morgen nämlich alleine vom Bord schleppen. Das wollen wir nicht. Deswegen heute Abend auf jeden Fall die Koffer.
vor die Tür stellen und die werden dann unten im, also am nächsten Morgen im Terminal warten. Und aber nicht vergessen, Klamotten für morgen rauszulegen. Sonst lauft ihr im Pyjama zum Terminal. Geht auch natürlich. Unser letzter Tag auf AIDA Cosma ist vorbei. Wir gehen jetzt aufs Zimmer, packen unsere Koffer und stellen sie vor die Tür. Morgen um 9 Uhr ist Transfer, das heißt, wir werden noch frühstücken und dann von Bord müssen. Um 12.20 Uhr ist Rückflug, da nehme ich euch dann auch noch mit. Und dann gibt es morgen auch noch das Fazit zur Reise, also im nächsten Video. Ich hoffe, der Tag hier hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.